Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute zeige ich euch das Lied Merrily We Roll Along. Das ist ein englischer Titel, ein englisches Kinderlied. Es gibt einige deutsche Übersetzungen und die heißen dann Mary hat ein kleines Schaf, sein Fell ist weiß wie Schnee. Und es gehört auch hier zu den bekanntesten Kinderliedern. Es hat nur 5 Töne und die linke Hand spielt wieder auf C und G. Ich spiele es euch vor. Auch hier könnt ihr die linke Hand in halben Noten spielen, dann klingt das so. Wenn du mitmachen willst oder vielleicht zunächst mal nur zuschauen willst, dann bitte. Los geht's! Die rechte Hand hat die Töne C, D, E, F, G mit den Fingern 1, 2, 3, 4, 5. Ich spiele euch immer 2 Takte vor, ihr spielt sie nach. Es beginnt mit dem dritten Finger auf dem E. Und 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3. Jetzt hier und 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3. Ich, 2, 2, 2, 3, 5, 5. Und spielt mit, Takt 3, 2, 2, 2, 3, 5, 5. Takt 5 und 6. 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3. Einmal zum Mitspielen und 3, 2, 1, 2, 3, 3, 3, Takt 7 und 8, 2, 2, 3, 2, 1, mitspielen und 2, 2, 3, 2, 1. Bevor wir die linke Hand spielen, schlagen wir ganze Takte aufs Holz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jetzt macht mit, 2, 3, 4 und ihr macht weiter, auch wenn ich spiele, 1, 2, 3, 4. 1. Jetzt legt die linke Hand auf die Tastatur und wir spielen die Noten. 1, 2, 3, 4, C. Genau diese Stelle mit der linken Hand, ich spiele die rechte. 1, 2, 3, 4, 10, 5, 1, 5, 1, falsch, 5, jetzt 1. Gut gemacht, drückt den Pausenknopf und spielt es für euch ein paar Mal durch. Wenn ihr es gespielt habt und wenn es gut klappt, dann stellt auf weiter. Wir spielen jetzt noch beide Hände miteinander. 1, 2, 3, 4. Jetzt du. Dritter Finger mit der rechten Hand auf E, kleiner Finger auf C. Gut,
Ich spiele dir Takt 3 und 4 vor. Die linke Hand spielt den Daumen auf dem G, die rechte Hand den zweiten Finger auf dem D. Links C. Takt 5 und 6, habt ihr es gemerkt? Das kennen wir schon, das ist identisch mit Takt 1 und 2. So brauchen wir nur noch Takt 7 und 8. Die linke Hand hat das G mit dem Daumen und die rechte Hand spielt D, D, E, D, C. D, D, C. Dreimal zum Nachspielen. Und prima, so kannst du sehr schnell Marilyn spielen. Es klingt etwas besser, wenn die linke Hand halbe Noten spielt, also zweimal im Takt. Du kannst ja jetzt die rechte Hand schon über einmal mit dem Klopfen auf 1 und auf 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wenn das klappt, dann spielst du Mary Lee mit halben Noten in der linken Hand. 1, 2, 3, 4. Wir sehen uns wieder in der nächsten Musikstunde. Tschüss!